Was nun, Herr Babarowski, hat Stalin nun von Jugend an perfekt Russisch gesprochen oder nicht? Stalin hat nicht perfekt Russisch gesprochen in seiner Jugend, sondern er ist erst in seiner Pubertät überhaupt mit der russischen Sprache in Berührung gekommen. Also er ist nicht zweisprachig aufgewachsen, sondern hat erst in seiner Pubertät Russisch gelernt und hat dann als junger Mann dann angefangen, Russisch zu schreiben. Er hat vorher noch in seinen ganz jungen Jahren auf Georgisch geschrieben und auch in Georgisch, auf Georgisch Gedichte geschrieben, die erhalten geblieben sind. Und Stalin hat Zeit seines Lebens, am Ende weniger als früher, mit starkem georgischen Akzent Russisch gesprochen. Man kann das hören. Auf YouTube sind ja zahlreiche Videos erhalten, dass sein Russisch mit einem solch starken georgischen Akzent versehen war, dass manchmal Zuhörer Schwierigkeiten hatten zu verstehen, was er sagen wollte oder an falschen Stellen klatschten. Das kann man ganz gut sehen. Und schwierig war das vor allem für die Schauspieler, die Stalin in den großen Propagandafilmen wie Padenje Berliner, der Fall von Berlin oder anderen Filmen darstellen mussten, weil sie diese Balance wahren mussten. Auf der einen Weise zu zeigen, dass das ein Georgier ist, auf der anderen Seite ihn aber auch nicht zu jemandem zu machen, der schlecht Russisch spricht. Sehr oft sind Stalins Texte, konnte man erkennen, dass Stalin einen Text geschrieben hatte, weil niemand wagte es, seine Fehler zu korrigieren. Er machte Fehler. Wenige Fehler, aber man konnte es erkennen an der Satzstellung. Darüber hat ein israelischer Historiker sowjetischer Herkunft mal ein sehr gutes Buch geschrieben, nämlich über die Sprache Stalins. Und hat die Reden und die Texte von Stalin untersucht und konnte ganz gut zeigen, dass das ein Russisch ist, das von einem Ausländer gesprochen und geschrieben wird.